Leute, jetzt sind wir hier im Kunstgässchen. Das ist so direkt am Münzplatz, so eine kleine, wirklich kleine, total kleine Gasse. Wir gucken hier. Das ist der Gummi. Kann ich euch jetzt noch gar nichts zu sagen. Ich glaube, da müsste ich mal googeln, was der Gummi gemacht hat. Koblenz sei, dann darf das beste Eis in Koblenz nicht fehlen, weil diese Eisdiele da. Bang! Guten Morgen Leute, guten Morgen YouTube. Ich sitze hier auf dem Münzplatz in Koblenz. Und was heißt das für uns? Wir haben Sonntagmorgen 10 Uhr, ich habe ein bisschen Zeit. Das heißt Koblenz-Vlog Teil 3. Und Koblenz-Vlog Teil 3 heißt Münzplatz, die schönen Gassen rund um den Münzplatz, um den Florenzmarkt, um die Frauenkirche, die hier hinten, wo ihr die Türme seht, da ist die alte Münze. Und da werde ich euch ein bisschen was erzählen und ein bisschen durch die Gassen schlendern, ein paar schöne Eindrücke filmen. Denn hier gibt es so viele versteckte Ecken, die man so als Tourist überhaupt nicht mitbekommt. Und jetzt fällt mir gleich wieder der Arm ab hier. Muss man mit zwei Armen festhalten. Also wie gesagt, hier gibt es so viele schöne Ecken und Stellen, die man so im Touri-Programm normalerweise nicht hat. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und jetzt gibt es erstmal ein paar schöne Impressionen hier vom Münzplatz. Übrigens die alte Münze da hinten, das ist eine ehemalige Münzprägeanstalt gewesen. Ich glaube, das ist aus dem 14. Jahrhundert, soweit ich das erinnere. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert wurden dort Münzen geprägt. Und das war eigentlich mal viel größer, das Gebäude, ein größerer Komplex. Da ist ein Teil aber verfallen und abgebrannt. Und das ist das, was übrig ist. Ist leider ein Gerüst drumherum, aber trotzdem werde ich es euch filmen. Und daraus ist dann, also der freie Platz wurde dann hier zum Münzplatz in Koblenz. Hier war früher mal, genau wo ich jetzt hier sitze, war mal ein Kino. Und das haben sie mittlerweile auch sehr schön gestaltet. Und hier ist auch abends oder Freitag, Samstag, abends ist hier der Teufel los. Hier gibt es ein paar schöne Cafés, ein paar schöne Kneipen, ein paar schöne Restaurants. Und ich kann euch nur empfehlen, guckt euch auch den Münzplatz in Koblenz an. Ist auch einer von den schönen Plätzen in Koblenz. So, aber jetzt gibt es erstmal ein paar Cinematics. Bis später. Jetzt sind wir hier im Kunstgässchen. Das ist so direkt am Münzplatz, so eine kleine, wirklich kleine, total kleine Gasse. Ihr könnt mal gucken hier. So sieht es hier aus. Und hier sind jede Menge kleine Kunstgeschäfte, wo man so handgemachten Schmuck und so kaufen kann. Ich würde sagen, ein Traum für jede Frau, die auf sowas steht. Meine kommt hier auch nicht vorbei, ohne mal reinzugehen. Und es ist aber wirklich schön hier. So, guck mal hier, hier ist so ein Laden. Gehen wir weiter.
So. Hier wird ja so handgemachte Seife hergestellt oder hier alles designte Taschen und bin ich wieder draußen. So Leute, jetzt sitze ich hier am Florenzmarkt. Im Hintergrund die Florenzkirche. Ja, das ist eigentlich so, wenn man von der Mosel aus guckt, so die beherrschende Kirche, die Stadtsilhouette so ein bisschen prägt. Ist aus dem 11. Jahrhundert. 11. Jahrhundert erbaut und momentan ist es eine evangelische Gemeinde. Leider ist da hinten eine riesen Baustelle, deshalb kann ich da so nicht näher ran. Aber wie gesagt, hier Florenzkirche und Florenzmarkt, ich drehe mich einmal. So. Und auch hier gibt es eine ganze Menge Kneipen, Cafés, Weinstuben, Sushi, Restaurants, also wirklich zu empfehlen bei einem Besuch in Koblenz. Und dieser Florenzmarkt ist jetzt verbunden mit der Altstadt, mit so drei kleinen Gassen. Das ist einmal die Gemüsegasse, da gehen wir jetzt mal durch. Wenn ich jetzt durch die Gemüsegasse gehe, dann habe ich gleich einen wunderbaren Blick auf die Florenzkirche. So, ich gehe mal durch. Und da könnt ihr dann halt jetzt schon im Hintergrund, weil ich drehe mich jetzt mal, könnt ihr im Hintergrund die Florenzkirche sehen. Ja, da hinten durch die Ecke durch. Und ich nehme jetzt mal ein paar schöne Impressionen aus diesen drei Gassen auf. Also fangen wir mal an mit der Gemüsegasse. Und hier gibt es natürlich auch jede Menge so versteckte Orte. Wie zum Beispiel hier. Einfach mal in die Höfe reingehen. Und da haben wir hier überall so Koblenzer Originale. Das ist der Gummi. Kann ich euch jetzt noch gar nichts zu sagen. Ich glaube, da müsste ich mal googeln, was der Gummi gemacht hat. Ich nehme mal an, der hat Gummis verkauft. So richtige Gummis, ne? Und ja, also wie gesagt, jetzt gibt es ein paar Impressionen aus den Gassen. Wir sehen uns später wieder. Ciao. So Leute, wir sind jetzt hier an der Liebfrauenkirche, im Hintergrund die Liebfrauenkirche. Das ist auch ein sehr schöner Platz hier, könnt ihr mal sehen. Ich laufe mal ein bisschen hier lang. Schön im Hintergrund über die Liebfrauenkirche, da haben wir Weihnachtsmarkt, ist hier immer schön ein paar Buden aufgebaut. Und wie gesagt, diese Liebfrauenkirche, die jetzt hier an mir vorbeizieht, ist aus dem 4. oder
4. oder 6. Jahrhundert, nagelt mich jetzt nicht fest, ist an der höchsten Stelle in der Altstadt in Koblenz gebaut und prägt eigentlich die Ecke hier. Ist also wirklich schön. Da ist auch gerade jetzt ein Gottesdienst hier drin. Da haben eben schön die Glocken geläutet. Und ich laufe jetzt mal ein bisschen hier um die Litfrauenkirche herum und mache ein paar schöne Bilder, ein paar schöne Cinematics. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn er in Koblenz sei, dann darf das beste Eis in Koblenz nicht fehlen bei dieser Eisdiele da. Gehe ich mir jetzt mal eins gönnen. So Leute. Bestes Eis in Koblenz, Egelosia, kann ich euch nur empfehlen, geht da hin in der Nähe von der Florenzkirche. Da müsst ihr, Quatsch, Florenzkirche, was rede ich da? In der Nähe von der Litfrauenkirche, da ist die Eisdiele, da werdet ihr im Sommer teilweise kilometerlange Schlangen haben. Und ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt, sonntags morgens um 10, da ist die Schlange noch nicht ganz so groß. So Leute, während ich hier noch lecker mein Eis am Essen bin, möchte ich den Vlog auch für heute beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz kurzer Trip nach Koblenz, Münzplatz, Florenzkirche, Liebfrauenkirche und die drei, vier Gässchen dazwischen mit den schönen Cafés und wirklich netten Winkeln und Eindrücken. Also mir gefällt es hier sehr gut. Ich kann euch nur empfehlen, geht morgens vielleicht dahin, frühstückt irgendwo in einem von den Cafés oder vielleicht spät abends bzw. spät nachmittags abends schön in eine Weinstube einkehren, im Innenhof sitzen. Also hier kann man sich wirklich gut gehen lassen und das sind so die versteckten Winkel von Koblenz, die man so nicht mitkriegt. Und überall in den Ecken, habt ihr gesehen, sind die Koblenzer Originale, mehr oder weniger so Statuen der Koblenzer Originale versteckt. Und es gibt überall was zu entdecken. So, wenn euch das gefallen hat, hier lasst doch bitte einen Like da. Kommentiert. Ihr seid wirklich gut im Kommentieren. Ich finde das Verhältnis Kommentare zu meinen Klicks extrem gut. Ist mir lieber, ich habe viele Kommentare und nicht über, was weiß ich, hier tausende von Klicks und habe keine Kommentare. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Dann kann ich mich schön mit euch austauschen. Lasst ein Abo da, empfehlt den Kanal weiter, teilt den Kanal
Wenn euch das gefällt, was ich hier mache. Wie gesagt, das letzte Video war, glaube ich, ein Technikvideo, war zu meinem iPhone, jetzt mal wieder ein Koblenz-Vlog. Es ist natürlich immer ein bisschen mit Aufwand verbunden, diese Vlogs zu drehen, zu schneiden. Deshalb kann ich nicht jedes Video kann ich so aufwendig gestalten. Und ja, aber ich habe noch genug Ideen, genug Ecken zu erkunden. Koblenz-Vlog Nummer 3 ist somit hier beendet. Und wir sehen uns hoffentlich wieder, bevor die Kirche jetzt gleich den Ton zerstört, auf meinem Kanal Frank Vlogs. Macht's gut, haut rein und tschüss.